Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Pokémon Competitive Moveset Reihe. Heute schauen wir uns den Elektro-Igel Britziegel an. Und deshalb würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit den Fähigkeiten, die man auf Britziegel spielen kann. Und die beste Fähigkeit ist natürlich die versteckte Fähigkeit Elektroerzeuger. Denn damit wird eben, wie der Name auch schon impliziert, ein Elektrofeld erzeugt, wodurch man mit Elektroattacken 30% mehr Schaden macht. Seit Generation 8 ist das zumindest so, vorher waren es noch 50%. Und außerdem kann man nicht eingeschläfert werden, wenn das Elektrofeld aktiv ist. Außer natürlich Flug-Pokémon oder Pokémon, die schweben, die können den Effekt von Elektroerzeuger nicht nutzen. Außerdem hat Britziegel noch die Fähigkeit Blitzfänger. Das ist prinzipiell auch eine solide Fähigkeit. Dadurch hat man nämlich eine Elektroimmunität und wenn man eben in Elektroattacken einwechselt, bekommt man einen Spezialangriffsboost. Also je nach Team kann man durchaus auch mal über Blitzfänger nachdenken. Prinzipiell ist aber Elektroerzeuger die bessere Fähigkeit auf Britziegel. Weiter geht's dann mit den Statuswerten und die sind relativ solide. Wir haben 101 im physischen Angriff, was nicht schlecht ist. Auch 91 im Spezialangriff sind ebenfalls nicht schlecht. Dann haben wir noch solide Verteidigungswerte mit 95 und 85. Leider haben wir aber nur 48 in den KP. Das macht es natürlich ein bisschen schlechter, also kann man jetzt auch nicht super viel tanken, aber man kann schon relativ viel tanken. Und dann haben wir leider nur 15 in der Initiative. Und ich denke, das ist das größte Problem von Britziegel. Wir haben zwar relativ ausgeglichene Werte vom Angriff bis zum Spezialverteidigungswert runter, aber mit den schlechten KP und der schlechten Initiative kann man dann am Ende des Tages nicht so viel anstellen. Das heißt, wenn man zum Beispiel weniger Spezialangriff hätte und das in einem anderen Wert drin wäre, könnte man auf jeden Fall mehr mitmachen. Denn so haben wir nichts wirklich Halbes und auch nichts Ganzes, aber trotzdem lässt sich ein bisschen was mit Britziegel machen und man sollte diesen kleinen Igel nicht unterschätzen, weshalb wir direkt mal auf das allererste Moveset eingehen. Und das spielen wir mit drei verschiedenen Items. Also letztendlich spielen wir das gleiche Set, aber wir können hier drei verschiedene Items spielen. Entweder die Überreste oder die Feldbeschichtung, damit wir das Elektrofeld von 5 auf 8 Runden verlängern. Das kann auf jeden Fall praktisch sein, je nach Team, ist aber sehr situationsbedingt, also muss man es nicht unbedingt spielen. Und zu guter Letzt kann man auch noch Beulenhelm spielen, ist auch eine gute Option, um einfach nochmal den gegnerischen physischen Pokémon nochmal zusätzlichen Schaden zu machen, wenn sie mit Kontaktattacken angreifen. Dann kommen wir zu den Attacken und hier haben wir natürlich Stachler im Set, denn Stachler sind immer praktisch und Britziegel kann diese ganz gut rausholen, weil es eben defensiv ganz gut aufgestellt ist. Dann spielen wir natürlich noch Ladungsstoß, weil Ladungsstoß uns die Möglichkeit bietet, das Elektrofeld nochmal besser auszunutzen. Wir machen natürlich mehr Schaden im Elektrofeld und haben auch nochmal die Möglichkeit, die 30%ige Paralyse auf den Gegner hervorzurufen. Als nächstes spielen wir dann entweder Memento Mori, das ist dafür da, wenn wir ein Setup-Pokémon im Team haben, wozu wir auch noch bei den Partner-Pokémon kommen werden, um dieses halt noch mehr zu unterstützen. Denn wir sterben zwar, aber wir drücken natürlich dem Gegner einen Angriffs- und Spezialangriffsdrop rein, sodass der Gegner dann in beiden Werten auf minus 2 ist. Und das bietet uns natürlich die Möglichkeit, ganz gut Setup zu holen. Vor allem mit Stachlern ist das nice, ne? Man unterstützt so einen Sweeper-Pokémon nochmal mehr, weil das gegnerische Team angechippt wird. Deshalb kann man das auf jeden Fall ganz gut machen. Man muss aber Memento Mori nicht spielen. Man kann auch sich zum Beispiel für Siedewasser entscheiden. Siedewasser ist ganz nice, um auch sowas wie Waggon im Pew-Tier zu treffen. Denn die Sache ist, dass Waggon da das einzige Pokémon ist, was Turbodrill einsetzen kann. Und das kann dadurch natürlich auch wieder die Hazards wegbekommen. Dafür wäre Siedewasser zum Beispiel auch ganz praktisch. Und zu guter Letzt kann man dann noch Genesung spielen, wobei man auch hier wieder viel variieren kann. Man kann auch hier auf diesem Slot zum Beispiel Memento Mori spielen und auf dem dritten Attackenslot Siedewasser. Man kann auch noch über Giftspitzen prinzipiell nachdenken. Das habe ich noch gar nicht angesprochen, ist aber auch eine sehr gute Option. Und das spielt man eigentlich auch auf vielen Britziegel neben den Stachlern zusammen. Da müsst ihr halt entscheiden, was ihr braucht auf eurem Britziegel. Beziehungsweise wie euer Team aufgebaut ist. Wenn ihr jetzt irgendwie kein passendes Sweeper-Pokémon habt oder so, was ihr irgendwie unterstützen wollt, dann braucht ihr Memento Mori zum Beispiel überhaupt nicht. Könnt euch eher für Giftspitzen oder auch Siedewasser entscheiden. Aber ja, das ist komplett euch überlassen. Dann kommen wir zum Investment und das sieht wie folgt aus. Wir spielen hier volles KP-Investment, volles Verteidigungsinvestment und die letzten vier Spezialverteidigungen. Die Sache ist, dass das physisch-defensive Investment sich aktuell im Pew-Tier am meisten lohnt. Man kann aber natürlich auch über ein speziell-defensives Set nachdenken. Potenziell ist aber das physisch-defensive Set besser im Pew-Tier, aber auch im höheren Tier, weil man kann dieses Pokémon natürlich auch im Overuse-Tier spielen mit Restadero, aber dazu vielleicht gleich nochmal was. Ja, und so viel eigentlich auch schon zum allerersten Moveset. Wir kommen dann auch direkt zum zweiten Moveset und das spielen wir tatsächlich offensiv mit dem Item Wahlband. Denn Britziegel hat ein paar gute Angriffe, die es nutzen kann und natürlich darf man nicht unterschätzen, dass im Elektrofeld
die Attacken 30% mehr Schaden machen, also die Elektroattacken. Und das heißt, in so ein Wahlbahn Britzige will nicht unbedingt so viel reinwechseln, weil Britzige hat immer noch einen 101er physischen Angriff und das ist nicht allzu schlecht. Deshalb kommen wir auch direkt zum Moveset und hier spielen wir dann den Elektro-Piekser. Das ist halt der beste physische Step, den wir auf Britzige spielen können, denn das ist immer eine 80er Base-Attacke, die den Gegner zurückschrecken lässt zu einer 30%igen Chance. Das wird aber nie passieren, denn Britzige ist langsam wie sonst was. Das heißt, eigentlich will man es wirklich nur haben, weil es keinen besseren physischen Elektro-Angriff auf Britzige gibt. Und es ist natürlich trotzdem ein solider Angriff, deshalb darf man ihn nicht unterschätzen, vor allem im Elektrofeld. Als nächstes haben wir dann den Aqua-Durchstoß. Das ist richtig nice gegen Boden-Pokémon zum Beispiel. Das heißt, diese wollen auch nicht mal eben in ein Britzige reinwechseln, weil man natürlich auch Angst haben muss. Außerdem haben wir noch Gift-Hieb. Gift-Hieb ist praktisch für Pflanzen-Pokémon zum Beispiel, die sonst ganz gerne in die Elektroattacken reinkommen wollen. Da muss man natürlich auch vor aufpassen. Und zu guter Letzt kann man dann noch Tiefschlag spielen, einfach als Priorität kann das praktisch sein, auch auf dem Wahlbahn-Set, selbst wenn man sich da reinlocken muss, kann es sehr, sehr praktisch sein, diese Attacke zu besitzen. Und außerdem hat Britzige sowieso nicht viel bessere physische Angriffe. Ich meine, es kann auch Next Strike über Tiefschlag spielen, aber Tiefschlag ist halt eine nice Priorität, die man doch in einigen Situationen ganz gut gebrauchen kann. Dann kommen wir noch zum Investment. Wir spielen hier ein hartes Wesen, volles KP-Investment, volles Angriffsinvestment in den letzten vier in Spezialverteidigung. Es lohnt sich halt nicht, in Initiative zu investieren. Wir werden somit sowieso kaum was outspeeden, deshalb einfach voll KP investiert und tatsächlich böllert dieses Set rein. Man darf das eigentlich nicht unterschätzen, im Pio-Tier lässt sich das spielen. Es ist jetzt nicht das Set, was man am häufigsten spielt, aber es ist ein Set, was dort auf jeden Fall seine Usage findet. Also es wird auf jeden Fall dort genutzt und deshalb kann man damit auf jeden Fall lustige Sachen anstellen. Aber so viel dann auch zu den Movesets zu Britzigel. Viel mehr lässt sich da mit diesem kleinen Igel nicht mehr wirklich machen, aber ich denke mal, dass das schon ganz solide ist. Was sind denn noch die Checks und Counter vom Seeigel Britzigel, könnt ihr euch vielleicht fragen, und da ist es natürlich klar, dass gegen das defensive Set relativ viele Pokémon gut dastehen. Das sollte klar sein. Deshalb fokussieren wir uns hier auch natürlich vor allem auf das offensivere Set so ein bisschen mehr. Also zum Beispiel sowas wie Amigento Boden kann natürlich ganz gut mit Britzigel klarkommen. Aqua-Durchstoß wäre ein Problem, aber sonst hat man natürlich da eine gute Möglichkeit, um reinzuhauen dagegen und vor allem in die Elektroattacken reinzukommen. Humanoid hat halt eine gute physische Verteidigung und hat natürlich auch Erdbeben im Set. Pumpkin in der XL-Form ist ebenfalls ein gutes defensives Pokémon gegen Britzigel. Hat natürlich auch Irrlicht, um das Pokémon nochmal zu schwächen. Tromburg genauso. Roselia kommt ganz solide in Britzigel rein. Und da lässt sich sonst noch Typ 0 zum Beispiel erwähnen. Aber sonst gegen das physisch-defensive Set muss man einfach nur spezielle Pokémon, die ordentlich reinböllern, reinwechseln. Und das haut es mal so eben um. Sowas wie Glaziola und so weiter und so fort. Deshalb ist es natürlich so, dass man da jetzt eigentlich relativ viel erwähnen kann, aber es lohnt sich jetzt nicht irgendwie 15 Pokémon aufzuzählen, denn Britzige ist ja eher so dieses unterstützende Pokémon, was physisch defensiv ein bisschen was checken kann, aber vor allem unterstützen kann mit Stachlern und so weiter und so fort. Und vor allem kann natürlich Britzige auch mit dem Elektro-Fade unterstützen, deshalb kommen wir ja direkt zu den Partner-Pokémon und natürlich ist es klar, dass Gaunux ein gutes Partner-Pokémon für Britzige ist, beziehungsweise auch andersherum, weil Gaunux hat die Fähigkeit Entlastung. Wenn Gaunux also das Item Elektrosamen spielt, aktiviert sich das im Elektro-Fade. Man bekommt einen Verteidigungsboost und die Entlastung aktiviert sich, wodurch Gaunux doppelt so schnell ist. Das ist natürlich eine super nice Sache. Kann man auf jeden Fall ganz solide im Pio-Tier so spielen. Man kann, wie gesagt, Britzigel auch im höchsten Tier spielen, also im Overuse-Tier in Kombination mit Restadero und dem Elektrosamen. Ist auch eine Option, kann man machen, aber Restadero spielt man dort auch mit vielen anderen Sets aktuell, deshalb, ja, ist halt euch überlassen, was ihr damit macht. Aber ja, das ist so das, was es natürlich so eine kleine Nische gibt in einem höheren Tier. Im Pio-Tier ist es, wie gesagt, aber auch als unterstützendes Pokémon ganz nice, auch mit Stachlern und so weiter. Deshalb, wenn man Stachler spielt, will man auch ein Turbodreher-Pokémon im Team haben und das ist Waggon. Es gibt tatsächlich auch nur Waggon im Pio-Tier, deshalb, also von den Turbodreher-Pokémon, deshalb will man das dann auf jeden Fall im Team haben. Natürlich hat man dann eine Bodenschwäche, die kann man mit sowas wie Fulipurba zum Beispiel ausgleichen. Fulipurba kann auch nochmal von den Stachlern und so weiter profitieren. Pumpkin, ebenfalls ein Pokémon, was gut in Boden-Pokémon reinkommt, aber auch ein Kampf-Pokémon, die problematisch für Waggon sein könnten, oder auch Wasser-Pokémon zum Beispiel. Dann haben wir noch Tromburg. Fällt genau in die gleiche Schiene, genauso wie Lamelux. Außerdem kann man auch Amigento Flug oder Amigento Boden erwähnen. Die profitieren auch ganz gut von Britzigel und können ganz gut kombiniert werden. Und des Weiteren lässt sich auch sowas wie Glaziola erwähnen. Böllert natürlich diese ganzen Boden- und Eis-Pokémon um, die problematisch für Britzigel sein könnten. Und da kann man das sowohl mit einem Wahlbahn-Set als auch mit einem Stachler-Set ganz gut kombinieren. Vor allem mit den Stachlern kann Glaziola nochmal mehr Druck aufbauen. Deshalb ja,
da lässt sich natürlich auch was Gutes mit aufbauen. So viel dann aber auch zum britzigen Moveset-Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie immer, Bewertung und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.